Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil. Und zwar machen wir heute wieder Inform, wie ihr schon in der Videobeschreibung lesen konntet. Ja, wir springen nochmal kurz auf den letzten Teil zurück. Und zwar haben wir ja einmal hier in den Funktionen, also Hilfe Funktion, auf Einstellungen, da den Firmendaten hier die Kalkulationswerte eingegeben, haben bei Lohnsätzen was eingegeben, Material haben wir behalten, das haben wir auch behalten, Materialtabelle haben wir auch behalten, die Firmenadresse haben wir ja geändert und Papierdesign haben wir ja auch besprochen. So, als nächstes gehen wir dann wieder in unser Angebot rein. Dadurch, dass das ja jetzt geschlossen ist, dadurch, dass es ja jetzt ein Tag her ist, wo ich das gemacht habe, können wir hier oben auf die Lupe gehen und wir waren ja bei der Firma XYZ, gehen also Doppelklick drauf, jetzt ist das quasi geöffnet, wir können auch öffnen gehen, also Doppelklick quasi drauf. Will er jetzt nicht, wir machen nochmal neu. Also quasi hier auf die Lupe, auf Firma XY. Hier ist es doch. Hier hatte sich das geöffnet, also war ja das Haus in der Gartenstraße. Sehr geehrter Herr Mustermann, sehr geehrte Frau Mustermann. Anbei senden wir Ihnen unser Angebot. Die Details wurden mit Ihnen am 16.03.2020 mit den seinem Herrn Elektroben besprochen, also mit mir quasi. Und ja, jetzt haben wir ja quasi in der Zeit DDS gemacht, also quasi ein Projekt da komplett fertig gemacht und wollen jetzt quasi das Angebot an den Kunden rausschicken. Dafür gehen wir hier auf, also haben wir natürlich auch exportiert alles, gehen wir hier auf weitere Funktionen. Export, Import, Positionen, Importieren. Dann natürlich gibt es nur jetzt das NTA-Norm-Format, gehen auf Datei vom Datenträger. Ja, jetzt muss man natürlich wissen, wo man es gespeichert hat. Ich war so schlau und habe es natürlich hier direkt auf dem Desktop gespeichert. Und zwar sind das hier diese beiden Dateien. Und die Datei DA2, also die obere, die hat keine Nummern quasi, also keine, also da steht halt nichts dahinter, das sind keine ZVEH-Nummern. Deshalb nehmen wir zuerst die 6003 DAT, gehen auf Öffnen, wir wollen alles haben, auf Einfügen. Und jetzt haben wir schon mal alles, die Dinger. Die keine Nummer haben. So, und jetzt gehen wir wieder auf Hinzufügen, Import und Export. Und zwar ist das ja jetzt die DAT. Kann dann auf Öffnen gehen. Das war die falsche. Der ATM hier. Den hier nochmal weg. Auf weitere Funktionen. Position importieren. Daten vom Datenträger und natürlich auch von der Wohnung wieder und nicht von dem Projekt 6001. Gehen auf Hinzufügen. Und haben irgendwas falsch gemacht, dadurch, dass hier überall quasi 0 steht. Aber eigentlich 1x6 müsste der da eigentlich jetzt hier drin stehen haben. Hat er irgendwie nicht gemacht. Da hat er vielleicht andere Nummern oder so mittlerweile. Weil wenn ich jetzt einmal 16 Quadrat jetzt antippe und so weiter, kriegt er jetzt auch die Preise und so. Ja, eigentlich ist das so, dass ich quasi direkt daraus hier aus dem
Programm quasi das exportiere, so wie ich jetzt gemacht habe. Allerdings hier direkt mit Preisen habe. Warum das jetzt in dem Falle nicht so ist, weiß ich leider auch nicht. Wäre auch schon relativ viel Latein jetzt. Artikel. Genau, und für alle Artikel, die jetzt halt hier quasi nicht drin sind, müssen wir dann halt hier einen Preis eingeben, der ungefähr da halt in die Richtung geht. Oder zumindest denken, dass er in die Richtung geht. Na, 69 € für einen SLS-Schalter gehe ich mal von aus. Jetzt einfach. Eine Reihenklemme, was kostet eine Reihenklemme? 10 € oder so, ja, soll zur Jumbo dazugezählt werden. Den Zähler müssen wir natürlich noch hinzufügen. Zähler, keine Ahnung, 150 € oder so. Und so weiter. Also quasi jetzt überall hier unten, wo keine Nummern waren, muss jetzt eigentlich das einfügen. Warum er das jetzt hier nicht gemacht hat, weiß ich wie gesagt gerade auch nicht. Vielleicht habe ich hier irgendwas falsch geklickt. Ach so, klar. Einmal zurück, also ich lösche jetzt nochmal kurz alles. Also beziehungsweise alle Jumbos quasi, die von uns sind. Weil ich gerade beim Importieren ein Häkchen vergessen habe. Oh, Steuerung zurück. So, machen wir nochmal, also weitere Funktionen. Import, Export, importieren. Und wir wollen zuerst die DAT-Datei haben. Und jetzt müssen wir hier natürlich alle anklicken und nicht alle ausmachen, warum auch immer der ausgewiesen ist. Und kann auf OK gehen. Und jetzt macht er es auch richtig. Meckert zwar jetzt bei einigen Positionen, dass der halt ein bisschen zu hoch ist. Aber alles in allem müsste der jetzt eigentlich alle da einfügen. Und da haben wir es mit Preisen. Alle Sachen, die wir jetzt quasi eingebaut haben in unsere Unterverteilung von aus dem letzten Projekt quasi, habe ich jetzt hier alle reingetan. Und jetzt haben wir auch die Preise, also alles super. Ja. Jetzt brauchen wir natürlich noch die andere Datei, die wir hier noch haben, also Position Import. Und das ist dann die DA2. Gehen auf Öffnen, auf OK und das sind natürlich jetzt alles Artikel, die nicht erfasst wurden. Das heißt also, die Artikel müssen wir jetzt selber hier quasi einen Preis hier aufschreiben. Universalklemme, wir können hier mal gucken, ob wir Klemme vielleicht finden. Wahrscheinlich nicht. Wir sind immer nur Einzelklemmen dann quasi und keine Klemmreihe direkt. Na doch, hier Reihenklemme 50.
jetzt Rangierverteilung. Also wie gesagt, man muss dann halt da ab und zu mal gucken, dass man das Richtige kriegt. So, jetzt müssen wir alles richtig haben. Ne? Genau. Also hier ist eigentlich ja nur eine Reihenklemme. Die kostet jetzt in dem Fall mal, was weiß ich jetzt, sagen wir mal 12,20 €. Dann haben wir hier einen Wandauslass. Ein Wandauslass kostet jetzt in dem Fall mal 11,15 € oder 11,10 € meinetwegen. Dann gehen wir natürlich hier hin und das Artikel nicht erfasst, machen wir weg. Und machen das natürlich ein höher. Genauso hier Stromschutzschalter. Was ein Stromschutzschalter, machen wir mal 20,45 €. Ja, ist ein fester Preis. Artikel nicht erfasst. Decken Auslass, haben wir 3 Stück jetzt in dem Fall. Deckenauslass kostet dann genauso viel wie Wandauslass, 11,10 €. So, wie auch immer, das ist jetzt quasi alles das, was wir haben. Ja, in der Prüfung geht es jetzt quasi so ab, dass wir jetzt hier unten ein Textfeld machen und dann sagen, ja, ist auf jeden Fall in der Prüfung steht es drin, in welcher Reihenfolge alles quasi sein muss. Jetzt in dem Fall machen wir einfach mal Steckdosen, nur um das euch zu zeigen, wie das geht. So, und jetzt haben wir Steuerung F, um das ganze hier fett zu schreiben. Steuerung K ist, um das ganze kursiv zu schreiben, damit das ein bisschen sich von dem restlichen abhebt. So, jetzt haben wir das mit Steuerung N quasi alles noch mal ein bisschen kleiner gemacht. Also hier zumindest die Sachen hier, die auch hier oben sind. Und ja, jetzt gehen wir eigentlich hier nach ganz oben und gucken erstmal alles Mantelleitung. Also können wir hier rein theoretisch auch direkt als nächstes sagen Gabel und Leitung. Nur um euch das halt einmal zu zeigen, wie es halt abläuft. Dann gehen wir hier einmal nach oben. PVC Mantelleitung haben wir ab hier. PVC Mantelleitung. So, bis hierhin geht das. Drücken wir Steuerung X, um das alles auszuschneiden. Dann gehen wir nach unten. Kabelleitung 1 darunter. Steuerung V. Ja, Steuerung V, und der hat jetzt mal mir quasi alle PVC-Mantelleitungen, die ich jetzt hier auf Anhieb untereinander gefunden habe. Ich glaube, mehr Kabel dürfte auch eigentlich nicht drin sein. Einbaugerät, Erdungspunkte. Genau, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Teil aus der Stückliste, also von der kompletten Stückliste, dadurch, dass ich jetzt nur, ich glaube, eine Etage, meine ich, habe ich nur gemacht jetzt, also den Keller, und glaube, die Etage darüber müsste ich noch gemacht haben. Deshalb habe ich jetzt auch keine oder nicht wirklich viele Steckdosen jetzt hier drin. Wir können auch kurz gucken, hier ist zum Beispiel ein Kreuzschalter, Kontrollschalter, Unterputzschalter, aber das sind jetzt die Kombinationen. Unterputzschalter, 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 Unterputzschalter. Unterputzgerätedose mit Zugend. Ja, Unterputzgerätedose mit Zugend. Hier ist die Herddose zum Beispiel. Ist
auch jetzt nochmal nur eine von mitbekommen. Ja, wie auch immer. Also wenn wir jetzt ja alles quasi sortiert hätten, jetzt in dem Fall haben wir jetzt quasi die komplette Mantelleitung, gehen wir hier oben auf Titelsumme. Also quasi alles, was von dem zu dem ist, wird jetzt aufgetragen, wenn wir hier in die Zwischen auch eine Zwischensumme gemacht. Eine Titelsumme gemacht hätten. Ne? So, in etwa. So, jetzt können wir jetzt hier noch einen einfügen, damit wir wieder ein bisschen Platz haben. Genau, jetzt haben wir einmal bis hierhin, also quasi bis, also bis hierhin, also alles, was hier drüber ist, kostet jetzt 7.000 Euro. Jetzt in dem Fall halt alles, was hier in dem Bereich ist, was von Kabel und Leitung angeht, kommen wir alleine auf einen Wert schon von 4.790 Euro. Nur fürs Kabel, um das halt zu verlegen. Ja, ganz zum Schluss, wenn wir quasi fertig sind, gehen wir hier oben auf Losgewerke, Titel, Summen, keine Ahnung was. Dann haben wir das quasi aufgezeichnet. Einmal Steckdosen, wie teuer die sind, und einmal Kabel und Leitung, wie teuer die sind. Ganz zum Schluss kommt dann noch die Summe drunter. Ja, ich möchte gerne alles haben. Jetzt macht er mir das wieder auf mit Steuerung N, Steuerung N, Steuerung N, also zweimal gedrückt. Macht er mir das wieder so quasi ein bisschen kleiner. Ich drücke nochmal auf die Summe drauf, damit er mir das nochmal aktualisiert. Und jetzt haben wir einmal Steckdosen, bla bla bla, und die Kabel kosten zusammen 12.332,87 Euro. Zuzüglich der 19% Umsatzsteuer kommen wir insgesamt auf 14.676,12 Euro in diesem Fall. Der Zahlungskondition innerhalb von 7 Tagen abzüglich 3%. Da kann der Kunde also 3% Skonto sich direkt ziehen oder innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug. Das können wir hier quasi nochmal ändern, wenn wir wollen. Ja, dann haben wir hier unten die beiden Artikel, die sind wieder nicht mitgekommen quasi. Da gehen wir natürlich auch wieder auf den Textabbruch. Hier wollte ich rein. Und jetzt können wir hier unten wieder hinschreiben. Unser Angebot verliert nach 8 Wochen seine Gültigkeit, sollte eine Auftragserteilung nach diesem Zeitraum erfolgen, müssen wir den Lohn eventuell höher machen. Und dann haben wir noch einen zweiten Text, den wir eventuell hier noch drunter setzen könnten. Die Auftragserteilung bitten wir sie. Das hatten wir ja jetzt. Wir bedanken uns für den Auftrag. Da ist er doch. Wir bedanken uns für den Auftrag und sichern Ihnen jetzt schon eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten und einen Frist Termin zu. Und dann können wir als letztes jetzt hier noch hin tun. Warum was? Das hier zum Beispiel, machen wir mal ein Leerzeichen dazwischen. Wir bedanken uns für die Anfrage und sichern Ihnen jetzt schon. Also dann kommt das hier natürlich wieder weg hier oben. Also der hier. Weil den haben wir ja sonst doppelt. So, und jetzt können wir jetzt ganz zum Schluss hier noch hinschreiben. Datum und Unterschrift. Und mache ein bisschen auseinander machen und machen hier auf dann hier eventuell noch eine Zeile dazwischen lassen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben und geben hier dann halt hin, dass wir immer noch der Ben sind, ja, drucken das halt aus, Datum, Unterschrift drauf. So, genau, und zum Ausdrucken. Da müssen wir jetzt auch nochmal aufpassen, und zwar in der Prüfung ist es so, dass wir das zumindest so haben, oder dass die Prüfer das so haben wollten, dass wir hier nach Lohn und Material getrennt
austrocknen sollen. Und ja, das können wir hier einmal ganz kurz machen. Hier haben wir unser Drucken quasi drin. Ja, Lieferanschrift verwenden. Können wir jetzt einmal sagen, ja, nein. In dem Fall brauchen wir es nicht. Lagerpack, quotierte Menge buchen brauchen wir auch nicht. Menge vom reservierten Bestand abziehen brauchen wir auch nicht. Kurztext verwenden. Da kann man sich eventuell streiten, ob man das macht. Ich würde, denke ich mal, wahrscheinlich machen würden, wenn ich dem Kunden das geben würde. In der Prüfung würde ich ja eher sagen, nein. Ausschließlich Aufmaß verwenden, auch nein. Aufmaß drucken, nein, brauchen wir auch nicht. Dadurch, dass wir kein Aufmaß gemacht haben, sondern direkt aus Inform das, aus DDSS rauskopiert haben. Artikel mit Menge 0 unterdrücken, auch nein. Material lohnen, getränkt drucken, da auf jeden Fall ein Ja eingeben, wenn es halt gefordert ist. Unsichtbare Jumbo-Bestandteile drucken brauchen wir auch nicht. Schriftstück ohne Preise, das brauchen wir auch eigentlich eher weniger. Hier ist auch wieder quasi das gleiche, außer halt jetzt ohne Preise. Von dem Rest brauchen wir eigentlich nichts zu schreiben und können dann hier erstmal auf Seitenansicht gehen. Der Ausdruck ist bereits als der vorhin steht. Jetzt haben wir, können wir kurz gucken. In dem Fall haben wir jetzt 8 Seiten. Jetzt können wir auf jeden Fall so, sehen, das ist sehr unübersichtlich für den Kunden, finde ich zumindest, wenn er jetzt hier 8 Seiten hat. Und hier unten können wir ja jetzt mal schauen. Wo fängt das an? Auf jeden Fall noch ein paar Seiten. Ja. Machen wir mal zu, nochmal auf Drucken, haben wir irgendwas vergessen zu drücken. Schriftstück, Lieferanschrift verwenden, nein, Lager, nein, Menge, nein, Kurztext verwenden. Machen wir jetzt mal ja, um zu gucken, wie das aussieht. Ausschließlich Aufmaß verwenden, nein. Aufmaß drucken, nein. Also nochmal Seitenansicht gucken. Ja, und so sieht das ja jetzt schon, ich sag mal, viel besser aus, weil so kann der Kunde auch direkt sehen, ja, ich habe 111,42 Meter Elektroinstallationsrohr benutzt, also dieses FBY-Rohr, was halt auf den Boden verlegt wird. Kann dann hier ganz zum Schluss hier halt meine Unterschrift, mein Datum hinsetzen, sehe dann hier direkt mein Preis, den ich endgültig oder das, was der Kunde zum Schluss zahlen muss. Einzige, was jetzt noch nicht, also finde ich zumindest jetzt noch nicht so schön gemacht oder schön ist, ist, dass wir hier mit Kabelleitung ist bis hier unten hin. Wenn wir jetzt wirklich alles einzeln aufgelistet hätten, hätte man das natürlich jetzt auch so machen können, wenn man noch Zeit hat in der Prüfung, dass man noch ein paar Zwischenschritte, also hier quasi dieses Plus-Ding hier benutzt, um dann halt das so zu machen, dass das so von Seite zu Seite passt. Dann ist zwar auf der ersten Seite nicht mehr so viel drauf. Kann man machen, wenn man es schön findet. Ich würde es eher so machen, wie das hier jetzt auch, wie das hier jetzt auch ist. Man kann ja nochmal die Seitenansicht, also die kann man auch hierüber sich angucken. Dann hat man hier die quasi direkt daneben. Die stimmt nur jetzt nicht ganz überein mit dem, was wir hier hinten hatten, weil jetzt hier ja auch die quasi Langtext wieder ist. Ja, das können wir jetzt eigentlich rein theoretisch ausdrucken und dann haben wir eigentlich DDS soweit fertig. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, das Video, und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, immer ja, ein Abo dalassen, liken und so weiter, ihr wisst das ja. Einen Kommentar schreiben, was ich verbessern könnte oder was ich ändern könnte. Und ja, würde dann sagen, bis zum nächsten Mal und wir werden mal schauen, ob ich jetzt noch eine zweite, noch einen dritten Teil von Info machen werde. Das muss ich, wie gesagt, schauen.
was ich da jetzt am besten noch machen könnte, weil eigentlich ist ja jetzt für Inform alles gesagt. Und wie gesagt, freue mich, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.